wirst du gleich sehen. Ja, wartet, Leute. Wir sind, das Spiel haben wir noch nicht gestartet. Geht gleich an. Machen wir gleich. Ich krieg so langsam Hunger. Ich glaube, ich esse nochmal. Also ganz easy. Ich glaube, ich esse nochmal ein Müsli. Habe ich so das Gefühl. So. Ich muss mich jetzt aber erst nochmal einloggen bei Twitch. Bin aber in 10 Minuten beim Essen. Alles klar. So. Ja, Leute, es ist doch noch nicht so weit. Lass mich doch erstmal den Müsli auspacken. Die Stange hier. Die Müsli-Stange. Da. Machen wir doch einfach. Grand Prix. Machen wir mal. Fünf Maps schon mal. So, jetzt Ausrufezeichen Play. Alles sehr lecker. Bei mir gibt es nachher noch Chili. Zwischendurch. Aha. So. Ausrufezeichen Play. Perfekt. Wie gesagt, wir machen daraus jetzt Qualifikation. Ich würde sagen, Start. 10 Sekunden, dann geht's los. So, auf geht's. Wer ist denn auf Platz 1? Lars Mieper ist derzeit auf 1. Und ab geht es. Wie gesagt, ihr könnt es nicht steuern, das ist... Wie gesagt, reines Glücksspiel. Auf Platz 1 derzeit Füchschen 58. Jetzt wieder Smeargle. Jetzt bin ich es. Auf geht's. Colonel Hogan auf 1. Colonel Hogan auf 1. Gefolgt von mir. Lars und Smeargle folgen. Füchschen in Lauerstellung. Hier ist noch nichts entschieden. Kopf-an-Kopf-Battle zwischen Colonel Hogan und AdGamingTV. Smeargle und Lars in Lauerstellung. Und Füchschen holt langsam auf. Meiner ist voll gegessen. Wie gesagt, das hat alles noch nichts zu bedeuten. Füchschen, Füchschen. Ja. Colonel Hogan auf 1. Smeargle auf 2. Lars auf 3. Colonel Hogan jetzt auf 4. Also ist immer ein Kopf-an-Kopf-Wechsel hier. Okay. Ich auf Platz 1. Als zweiter Smeargle im Ziel. Dann der Lars. Colonel Hogan. Und zuletzt Füchschen 58. Das macht aber alles, wie gesagt, gar nichts.
Das ist ja noch nicht entschieden hier. Wie gesagt, ich laufe sowieso auf der Konkurrenz. Ich mache nur mit wegen dem Spaßfaktor. So. Das war das erste Rennen. So. Okay. Ich würde sagen, next map. Auf geht's. Nein. So, genau, wieder mit Ausrufezeichen Play wieder dabei sein. Nächste Runde. So, wer ist denn hier schon dabei? Füchstchen? Colonel Hogan? Okay, ich glaube, wir sind alle da. Ich glaube, wir können anfangen. Hallo Manning! Wilkins! Herzlich willkommen! Wenn du jetzt noch mitspielen willst, Ausrufezeichen Play! Ausrufezeichen Play, um mitzuspielen. Ich werde auch gleich nochmal wieder einen neuen Steam Key raushauen. So, wie gesagt, wer mitspielen will, ich starte jetzt 10 Sekunden, Ausrufezeichen, Play. Auf geht es. So. Colonel Hogan und Smeagol. Colonel Hogan. Lars, Colonel Hogan liefern sich ein Battle. Füchschen. Auf geht's. Und Feuer frei. Ah, Colonel Hogan auf der 2. Lars auf der 3 zurzeit. Smeagol auf 4. Füchschen auf 5. Holt aber auf. Und ist jetzt dran. Dran an Smeagol. Ja, ja, kommt besser durch. Kommt gut durch. Und ab in den Looping. Linke oder rechte Bahn? Linke Bahn. Smeagol auf der 3. Smeagol auf der 2. Füchschen auf der 3. Lars und Colonel Hogan sind ausgeschieden. Damit fährt Füchschen schon mal automatisch aufs Tröppchen. Es sei denn, sie fliegt noch irgendwo raus. Oder er, ich weiß es ja nicht. So, Smeagol. Smeagol ist auch ausgeschieden. Wahnsinn. Ah, okay, sehr gut, okay. Und damit Füchschen auf der 2. Sehr schön. So, next map. Wie immer gilt, Ausrufezeichen, Play.
Ausrufezeichen Play to Join. Lars ist wieder dabei. Füchschen ist wieder dabei. Lukas ist wieder dabei. Fehlt Colonel Hogan? Colonel Hogan wieder am Start. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne alle noch mitmachen. Der ist immer recht langsam. So, okay, ich würde sagen, wir starten einfach. Nächste Rennen. 10 Sekunden noch zum Einloggen. So, wer ist auf 1? Colonel Hogan auf 1. Colonel Hogan auf 1. Jetzt Ed Gaming auf 1. Lars auf der 3. Füchschen auf der 2. Füchschen auf der 1. Überholt von Ed Gaming. Und Ed Gaming macht einen Abflug. Smirgel macht einen Abflug. Noch im Spiel Lars, Füchschen und Colonel Hogan. Lars derzeit auf der 1. Ja, genau, macht einen Ausflug, genau. Füchschen nah dran und kann gleich theoretisch. Ja, sie, ja, er kann. Und ist nah dran an Lars Wieper. Colonel Hogan holt aber auch auf. Gibt jetzt mächtig Gas. Colonel Hogan gibt Gas, versucht alles. Füchschen vor Lars Wieper. Füchschen vor Lars Wieper. Lars Wieper gibt sich aber nichts geschlagen. Ah, und klebt Füchschen am Nacken. Colonel Hogan. Colonel Hogan jetzt auf wie durch Geisterhand auf die 1. Jetzt wieder Lars Wieper auf der 1. Und ganz knapp, ganz knapp, 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 knapp. Füchschen ganz nah dran, ganz nah dran. Und überholt, überholt. Überholt. Hat überholt. Und, wenn alles glatt geht, gewinnt Füchschen. Ja, Füchschen gewinnt. Lars ist Zweiter und Colonel Hogan als last but not least Dritter. Oh, sehr schön. Colonel Hogan, Colonel Hogan. Na, nicht noch rausfliegen kurz vor Ende. Und, jawohl, als Dritter im Ziel. So, Final Results. Next Map. Weiter geht es. Ich hatte das erst so auf dem Schirm gehabt, Lars. So, Ausrufezeichen Play bitte, wer mitspielen möchte. Ich habe es erst so auf dem Schirm gehabt. Füchschen wieder dabei. Lars ist wieder dabei. So, Lukas und Colonel Hogan. Zombie Pluto, hallo und herzlich willkommen. Ist auch am Start jetzt. Da muss ich ja doch gleich nochmal den Grand Prix Modus starten, damit ihr euch qualifizieren könnt. Was fürs Giveaway. Würde ich mal so behaupten. Dann ziehen wir jetzt die letzten zwei Rennen durch. Und dann starten wir den Grand Prix Modus und dann könnt ihr euch dadurch qualifizieren fürs Giveaway um 0 Uhr. Würde ich mal so machen. So, ich würde sagen, wir starten. Hier
4, 3, 2, 1 geht's los. So, Colonel Hogan auf der 1. Füchschen jetzt auf der 1. Zombie auf der 1. Zombie immer noch auf der 1. Gefolgt von Füchschen. Gefolgt von Colonel Hogan. Von Lars und... ja, der komische Streamer hier ist auf Platz 5. So. Zombie schon an den ersten Barrikaden. Schafft es ohne Probleme. Nimmt Fahrt auf. Zieht voll durch. Gefolgt von Colonel Hogan, der jetzt den Speed Booster erreicht. Lars ebenfalls auf der Spur. Füchschen und... Füchschen und Gaming TV hängen da fest. Sehr geil. Ja, dieser komische, unrasierte... Ey, das ist nicht unrasiert, das ist Styling. Das trägt man jetzt so. Als Mann von Welt trägt man das so. So, Füchschen und Gaming TV liefern sich einen kleinen Battle. Zombie immer noch auf 1. Nimmt wieder Fahrt auf. Zu den nächsten Hindernissen. Bleibt hängen, zerstört die Reifen. Genau. Nimmt wieder voll Fahrt auf mit Richtung Ziel. Zerstört die Barrikade. Auf 2, Füchschen. Gefolgt von mir. Colonel Hogan und Lars liefern sich ein Battle. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Ball-an-Ball-Rennen. Zombie hat gewonnen auf Platz 1. So. Zombie hat gewonnen. Colonel Hogan. Oh, 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 oh. Da kommt Füchschen. Füchschen nah dran an Colonel Hogan. Lars. Lars. Wo ist Lars? Colonel Hogan. Zweiter. Lars als Vierter im Ziel. Ja, mit 4. Sehr schön. So. Hi, Don Pelicano. Bibi. Nächste Map. Und dann starten wir den Grand Prix Modus, richtig. Dann könnt ihr euch nämlich wieder qualifizieren für das Giveaway heute Nacht um 0 Uhr. Wer mitspielen will, Ausrufezeichen Play. Füchschen am Start. Lars Wieper am Start. Zombie am Start. Colonel Hogan am Start. Immer dieser Lars. Don Pelicano, willst du mitmachen? Ausrufezeichen Play. Bestimmt voll. Oh Mann. So. Mach doch nichts, Don Pelicano. Einfach Ausrufezeichen Play. Das geht. Glaub mir, das geht. Einfach Ausrufezeichen Play in den Chat und das geht. Don Pelicano am Start. Jawohl. Dann lassen wir mal laufen. Hi, Cyrus. Hi, beziehungsweise Micha. Wenn du mitspielen willst, Ausrufezeichen Play. Du kannst dich hier jetzt auch direkt mit qualifizieren. Ja, noch nicht. Letzte Rennen der Spaßrennen. Danach starten wir das ernsthafte Qualifikationsrennen. Wie gesagt, Ausrufezeichen Play. Einfach eingeben in den Chat, egal wo ihr seid. Handy, PC oder aber Laptop oder was weiß ich nicht was. Zwei Michaels. Sehr gut. Freut mich, dass du auf jeden Fall da bist. Cyrus, Micha. Wie gesagt, Ausrufezeichen Play. Und du bist mit drinne. Du bist erstmal stiller Zuschauer. Okay, alles klar. Dann fahrt ihr 5 jetzt mal. Und es geht los. Ey, sind nur noch 17 Stunden übrigens. So.
Auf Platz 1 wieder Zombie. Gefolgt von Laos. Auf Platz 1 jetzt Füchschen. Das wechselt jetzt gleich nochmal durch. Immer noch auf 1 Füchschen. Jetzt Zombie auf 1. Lars auf 1. Füchschen wieder auf 1. Lars wieder auf 1. Zombie jetzt auf 1. Gefolgt von Füchschen und Colonel Hogan. Lars auf der 5. Feigling, wo bist du denn? Don Pelicano ist auf der 3 derzeit. Dort bist du. Auf der 3. Nimmt jetzt Fahrt auf, fliegt über die halbe Map. Don Pelicano auf der 1 jetzt. Zombie auf der 2. Füchschen auf der 3. Lars auf der 4. Colonel Hogan derzeit auf 5. Das wechselt hier immer hin und her. Don auf der 1. Don immer noch auf der 1. Gefolgt von Zombie. Ganz nah dran. Und Füchschen. Füchschen ist auch am Start. Ganz nah dran. Don immer noch auf der 1. Auf der 1. Auf der 1. Er fährt auf der 1. Durch das Loch. In das Loch. Zombie ist auch schon wieder da. Füchschen. Füchschen holt auf. Füchschen. Lars auf der jämmerlichen 4. Colonel Hogan auf der 5. Colonel Hogan auf der 5. Was macht Colonel Hogan? Schafft er es nochmal aufzuholen? Zombie jetzt auf der 1. Zombie auf der 1. Zombie auf der 1. Füchschen auf der 2. Lars jetzt auf der 3. Ein starker dritter Platz jetzt für Lars. Colonel Hogan auf der 4. Er findet das Loch nicht. Er findet das Loch nicht. Er findet das Loch nicht. Er fährt immer am Loch vorbei. Oh Mann. Zombie auf der 1. Füchschen auf der 2. Don Pelicano ist leider ausgeschieden. Zombie auf der 1. Zombie auf der 1. Leute, Zombie ist auf der 1. Füchschen nah dran, gefolgt von diesen komischen Lars Viper-Typen. Colonel Hogan auf dem 4. Colonel Hogan auf dem 4. Wird er jetzt nochmal schaffen, ranzukommen? Ja, er holt langsam auf, er schließt auf. Nein, ich hab... Nein. Füchschen ist leider ausgeschieden, kurz vom Ziel. Und ein komischer Lars auf der 1. Ein ganz komischer Lars auf der 1. Eieieiei. Lars auf der 1. Lars, kurz vorm Ziel, macht er den Abflug. Damit hat Colonel Hogan die Chance zu gewinnen. Colonel Hogan hat jetzt die Chance zu gewinnen, wenn er nicht auch den Abflug macht. 4 Leute rausgeflogen, unglaublich. Colonel Hogan nimmt Anlauf. Colonel Hogan ist auch draußen. Wahnsinn. Colonel Hogan auch draußen. Alle Mann ausgeschieden. Wahnsinn. Der Hammer. Der Hammer. Der Hammer. So. Alter, alle ausgeschieden. Alle. So, wer ist denn jetzt der Gewinner, der Endgewinner? Quasi. Auf der 3 der Lars. Auf der 2 bin ich, aber ich bin ja eh nicht dabei quasi. Und Füchschen 58. So. Sehr schön. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt könnt ihr euch qualifizieren. Jetzt machen wir die Quali-Runde. Da sollte jeder mitmachen für das Merchandise-Paket heute Nacht um 12. Wir machen wieder den Grand Prix-Modus. Das ist am schönsten, sag ich mal. Ich würde sagen, wir nehmen 10 Maps. Seid ihr damit einverstanden? 10 Maps. Jeder kann jetzt mitmachen. Auch du, Micha, du kannst auch gerne mitmachen. Wir nehmen 10 Maps. Ich nehme jetzt irgendwas Random-mäßiges. Mache einfach hier irgendwie... irgendwas hier. Pixel Raceway, so. 10 Maps. Ja, okay. Colonel Hogan. Teilen, okay, sehr gut. Alle dabei, wunderbar. Okay, wartet jetzt. Wir starten. Also ich gehe nicht mit rein. Ich bin ja sowieso außerhalb. So, sehr gut. Wir gehen auf Race. Wartet, Leute, wartet, 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 Leute. Mach jetzt mit Play dabei sein.
Ausrufezeichen, Player, ich muss kommentieren. So, Don Pelicano ist am Start. Wie gesagt, es ist die Qualifikationsrunde. Jetzt geht's ans Eingemachte. Okay, Tyan ist dabei. Don Pelicano ist am Start. Füchschen am Start. Sehr schön. Colonel Hogan am Start. Weiter, Leute. So, Micha, du auch. Du kannst dich auch gerne mitqualifizieren. Komm, mach mit. Nee, ich lasse den Platz mal für euch offen. Ich mach's mit kommentieren, weil es nützt ja nichts, wenn ich deine Wertung auftauche. Ja gut, ich mach dann mit, kein Problem. So, Micha 2, also... Simus, wie sieht's aus? Ich mach mit. Ja, ich mach gleich mit. Wie gesagt, ich lauf dann aber außer Konkurrenz sozusagen. So, wie sieht's aus? Simus Gaming. Ausrufezeichen Play. Ausrufezeichen Play, um mitzumachen für die Qualifikationsrunde. Für das Finale um 12 Uhr für das Merchandise-Paket. Es geht jetzt quasi um die Wurst. Ausrufezeichen Play. Um die Currywurst, genau. Hatte ich vor drei Tagen übrigens Currywurst. So. Genau. Okay, Kinder. Ich joine mit, ich laufe aber außerhalb. Also ich zähle nicht, ihr dürft mich nicht damit reinziehen in die Links. Geht um euch vier. Besser gesagt, das gute Schnitzel. Botschaft etwa. So, Zyves, wie sieht's aus? Noch dabei oder nicht? Ausrufezeichen Play. Auch du kannst gewinnen. Ausrufezeichen Play. Ausrufezeichen Play. Egal wo du bist, ob Handy, mach mit. Ausrufezeichen Play. Moin. Ausrufezeichen Play, Leute. Macht mit. Ich bin auch gejoint. Eure Chance. Ich bin blau, ich verliere. Ah! Du musst da nichts machen, ne? Es läuft einfach so. Es ist reine Glückssache. So, Leute. Keine Sorge, keiner geht leer aus. Schneide nebenbei Videos, denke, mache dann eine Runde mit. Ja, du musst jetzt mitmachen, das ist das Problem, weil das ist die Qualifikationsrunde. Ne, wer jetzt hier die ersten Plätze gewinnt, der ist qualifiziert fürs Finale. Also, Ausrufezeichen Play, du musst nichts weitermachen. Nur bei jeder Runde dich mit einloggen. Wir machen 10 Rennen. Ausrufezeichen Play, letzte Chance. Na gut, oh Leute, es geht um was zu gewinnen. Ausrufezeichen Play. Ja, wunderbar. Okay, dann starten wir jetzt. Wie gesagt, unter euch geht es jetzt darum, euch zu qualifizieren fürs Finale heute um 12 Uhr für das Merchandise-Paket. Und ihr sollt ja auch nicht leer ausgehen. Deswegen starten wir jetzt. Auf geht's. 10 Rennen. Und die ersten drei nehmen wir mit ins Finale dann. Wird mir das dann auf jeden Fall notieren. Wie geht das? Gar nichts. Du musst nichts machen, Micha. Das läuft vollautomatisch. Das ist wie ein Glücksspiel. Da brauchst du nichts machen. So, und gleich Micha auf Platz 1. Jawohl, er legt einen Raketenstart hin. Tyan ist da. Ich laufe außer Konkurrenz. Mich braucht er nicht beachten, wie sonst auch. So. Oh, das war knapp für Tyan. Don Pelicano, Kopf an Kopf rennen mit Tyan. Don Pelicano. Ah, Don hat's geschafft, sehr gut.
Füchschen. Wo ist Füchschen? Füchschen kommt, okay. Colonel Hogan auf dem letzten Platz der Zeit. Aber das hat nichts zu sagen. Das hat nichts zu sagen. Ne? Wie gesagt, 10 Rennen und dann wird er zusammen addiert. So, es geht eine Treppe runter. Und auf Platz 1 der Micha, der Cyrus Gaming. Und er zieht rüber und trifft auf die Plattform. Er ist safe drüben. Teilen kommt. Trifft's auch. Ja, knapp, aber sicher drüben. Ich bin auch drüben. Don Pelicano ist drüben. Füchschen ist drüben. Colonel Hogan. Alle sind schon mal safe hier drüben. So, jetzt wird's wieder knifflig. Alle nehmen Speed auf. Ah, Cyrus Gaming hat das erste Rennen schon mal gewonnen. Ich bin rausgeflogen. Macht nichts. Tyen auf dem zweiten. Don Pelicano auf dem dritten. Füchschen auf dem vierten. Und Colonel Hogan auf dem fünften, wenn er denn die Plattform trifft. Wo ist er denn? Ja, kommt da. Ah, und er nimmt erstmal Anlauf. Er schafft es nicht nach oben. Wie gesagt, ne, das sind Best aus 10, da werden die Punkte zusammen addiert. Colonel Hogan, du musst nach oben. Er schafft es nicht nach oben. Er kommt nicht rüber. Das ist ja hart jetzt. Der ist zu dick. warte mal, wie kann ich das jetzt machen am besten? Colonel Hogan. Da ist okay. Ausblende. Colonel Hogan schafft es nicht. Colonel Hogan sprengt den Rahmen. Unglaublich. Kann ich das abbrechen? Nein, ne? Controls. Winner. Cyrus Gaming. Okay, es hat geklappt. Sehr schön. So, puste mal einer. Gut, alles klar. Cyrus Gaming hat gewonnen. Okay, warte mal kurz. Steuerung. Will er gerade irgendwie nicht. Momento. Names on. Okay, Loadout. Wartet, Leute. Er blendet es nämlich nicht aus. Irgendwie. Sorry. Okay, da geht's nach oben, unten. Okay, warte. Next Map. Ich kann irgendwie gerade nicht. Es ist jetzt buggy. Das ist schlecht, Leute. Das ist schlecht. Tut mir leid. Das ist schlecht jetzt. Irgendwie ist es buggy. Next Map will er nicht. Das ist jetzt hart. Komm gerade nicht raus, Leute. Ne, macht er nicht. Ich hab's putt gemacht, ja. Macht aber nichts. Warte, machen wir anders. Machen wir nochmal 9 Rennen. Merken wir uns, Cyrus hat ja auch ein Rennen gewonnen. Machen wir nochmal 9. Cyrus. Schreib's mal auf, Cyrus. So, dann mache ich mal das Hardcore aus. Passiert manchmal. Der Dicke kugelt noch. Colonel blockiert noch, genau. So, starten wir nochmal. Ist ja kein Problem. Geht ja ruckzuck. Das kriegen wir ja hin. Das geht ja schnell. So, also machen wir nochmal 9 weitere Rennen. Grand Prix, 9 Karten. Der Kugel war ein Ei, ja. Genau. So, es geht gleich weiter. So, ich muss mich wieder anmelden. Sonst geht's nicht. So, Race. Grand Prix. Wir nehmen 9 Maps. Irgendwas hier. So, okay. Wir haben es. Ich gehe auf Start.
Race? Jetzt eine den Nils. Sind halt Liebeskugeln von Ed, die kleben. Ja, ja, und schon haben wir das wieder. Ja, ich weiß. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Das Niveau fängt schon wieder an zu sinken. Leute, wie die Titanic. So, jetzt Ausrufezeichen. Play bitte. Das wird für dich, wird dich immer verfolgen, Ed. Ja, ich weiß. So, Tyan ist am Start. Sehr schön. Don Pelicano ist am Start. Füchsin ist am Start. Cyrus ist am Start. Könnehogen ist am Start. Was ist mit dem Lars? War der eben auch dabei? Ja, ne, der war auch dabei. Ich joine auch mal. So. Könnehogen. Nö, du warst nicht dabei. Ja, doch, natürlich warst du dabei. So, Lars ist dabei. Füchsin, Könnehogen, Lars, okay. Ich denke mal, wir können starten. Wir haben alle wieder an Bord. Würde ich mal behaupten. Ne? Okay. Ich würde sagen, Start in 10 Sekunden. Bin ich da? Ja, du bist doch da, ne? Don Pelicano, ja. Du bist da. Alles gut. So. Go! Wer ist auf Platz 1? Auf Platz 1 wieder der Cyrus Gaming. Da rollt er los. Könnehogen auf der 1. Könnehogen jetzt auf der 1. Könnehogen auf der 1. Tyan auf der 1. Tyan läuft außer läuft. Lars auf 1. Cyrus auf 1. Tyan auf 1. Das geht ja ruckzuck. Don Pelicano. Könnehogen auf 1. Könnehogen auf 1. Ed Gaming auf 1. Aber spielt keine Rolle. Der ist unwichtig. Lars auf der 2. Lars auf der 2. Füchschen auf der 2. Füchschen auf der 2. Füchschen auf der 2. Immer noch. Gefolgt von Lars auf der 3. Don Pelicano und Cyrus auf der 4. Tyan auf der 5. Und Don Pelicano auf der 3. Verfolgt Füchschen. Schön, dass du es einsiehst jetzt, ja. Don Pelicano verfolgt Ed Gaming TV. Hat ihn gleich, nicht mehr weit. Don Pelicano. Ed auf der 1. Unglaublich, ich bin auf der 1. Trifft das Loch beim ersten Mal. Trifft das Loch beim ersten Mal. Füchschen auf der 2. Füchschen jetzt auf der 2. Nimmt Anlauf zum Einlochen. Und trifft das große Loch.